So. Und damit sollen wir jetzt Rüstete Ausweisblatt auf den Kunstmodus zu gelangen. Was? Wie? Rüste den aus? Hä? Wow, das ist aber ein ziemlich großer Bleistift. Hey, Freunde. Soll ich euch mal ein Bild malen? Oh, okay. Schau bei Oswald vorbei und sehen von einem Kunst- und Wohnprojekt. Das nimmt gerade sehr interessante Züge an. Ich habe einen dicken Bleistift, Oswald. Lass mich mal sehen, was du da hergestellt hast. Ist das richtig? Dieser Bleistift ist überraschend groß. Kidmark, der ist spitze. Das ist ein toller Bleistift, der den normalen schreibbaren Schrott in den Schatten stellt. Jetzt brauchen wir einen Entwurf, den ich zufällig gerade bei mir habe. Leg ihn einfach auf den Boden und du kannst mit dem Bleistift in die Luft zeichnen. Okay, das ist definitiv Neuland für mich. So wie das Internet für uns in Deutschland. Aber ich werde mein Bestes geben. Hier ist die Vorlage. Wir sehen uns später. Okay, dann platziere Oswalds Haus. Oh. Ist die Frage... Warte mal, ich stelle das erstmal hier hin. Ich will das aber in Streamlight Valley später hinstellen. Okay. Das lief nicht ganz so, wie ich es erwartet hatte. Oh je, dieses Haus besteht aus Beeren. Oh, und ist flacher als ein Pfannkuchen. Ist das ein Problem? Ich denke ja. Ich kann mich immer flach machen. Aber was ist, wenn ich Gäste habe? Wir müssen eine dritte Dimension suchen. Aber wie? Ich glaube, der Bleistift ist aufgebraucht. Sei nicht traurig, Oswald. Wir finden schnell eine Lösung für dein Haus. Ich? Ich mache mir keine Sorgen. Ich habe das Glück auf meiner Seite. Warte, habe ich dir nicht meinen vollen Namen gesagt? Ich bin Oswald, der lustige Hase. Schön zu hören, dass du keine rosarote Brille trägst, wenn es um die Selbstbewusstsein geht. Ja. Brille? Sagenhaft. Du bist ein Klugscheißer, Kidmar. Natürlich bin ich das. Ja. Ja, du bist schlauer als in der Dose Bohnen. Natürlich bin ich auch super schlau, weil ich dich zur Antwort führe. Aha. Zweifellos müssen wir dem Haus eine dritte Dimension geben. Dem Haus fehlt es an Tiefe. Ja, natürlich. Warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Manchmal muss man einen Sprung zurück machen, um das ganze Bild zu sehen. Wir brauchen nur eine 3D-Brille. Wo können wir so etwas finden? Mein Glück nimmt kein Ende, Kidmar. Erst gestern habe ich Herrn Duck geholfen, einen ganzen Haufen Antiquitäten auszugraben. Gestern war es noch gar nicht da. Erst gestern, ich wette, er hatte noch keine Gelegenheit, die Ware in seinem Laden zu sortieren und einzuräumen. Ja, er hat immer wieder gesagt, dass das ganze Zeug ein Eimer Kohl wert ist. Ich glaube, das soll eher Kohle heißen. Okay, ich nehme auf jeden Fall mindestens 1050. Ich frage mich, wo sie ihr Eis abbauen. 1050 Sternmünzen mit. Wer weiß, wie teuer das sein wird. Ach, jetzt habe ich immer diesen komischen Bleistift ausgerüstet. Woran ist der Bleistift? War der aber Zubehör? Der war aber Zubehör. Okay. Okay, was soll ich jetzt machen? Bestell die 3D-Bilder bei Dagobert Duck. Ich habe einen Job für dich. Ich würde gerne einige Dinge bestellen. Möbel. Kann ich das hier auf Quest-Sachen reduzieren? Wahrscheinlich nicht. Ah, nee, warte, nicht Möbel. Kleidung. Hier. 1050. Bestellung. Hallo, hier bin ich. So, und die soll ich jetzt wahrscheinlich ausrüsten. Setz die 3D-Brille auf. Garderobe. Cool.
Und jetzt können wir sein Haus in 3D sehen. Einfach totschick. Also gut, Oswald, lass uns dein Haus fertig bauen. Erstaunlich, du siehst aus, als wärst du bereit, einen futuristischen Film zu sehen. Bist du bereit, dein Haus in der dritten Dimension zu bringen? Und wie? Er hat einfach ein Kino. Meine Güte, sieh das an. Es trifft alle Sechse. Ich wusste, dass alles klappen würde, aber trotzdem. Danke, Kidma. Ich helfe gerne. Hüpfende Eidechse. Ich muss mein Haus einrichten. Sag mir Bescheid, wenn du in Zukunft bei irgendwas Hilfe brauchst, okay? Jetzt, da wir richtig kommunizieren können, bin ich sicher, dass wir gemeinsam Großes erreichen werden. Du sagst es, mein Lieber. Wir sehen uns später. Oh, mit manchen von diesen Dorfbewohnern ist nicht gut Kirschen essen, glaub mir. Okay. Dann hätten wir das erledigt. So, ich setze mal kurz die 3D-Brille wieder ab. So. Und los geht's. Und dann machen wir mal Folgendes. Warte mal, wie war das nochmal? Man konnte doch irgendwie die Gebäude übertragen, ne? Wie ging das nochmal? Häuser, so. Genau. In diesem Dorf platziert. Dann gehen wir mal kurz rüber ins Tal. Wo wollen wir denn unseren Oswald mal hinsetzen? Also irgendwie habe ich so das Bedürfnis, ihn auf die Lichtung zu setzen. Auch irgendwie passt das für dich am besten. Ich spiele da mit euch. Ich meine, wir haben ja hier hinten diese Bühne. Und vielleicht daneben irgendwo. Können wir hier mal ein bisschen weiter bauen. So, Haus. Oswalds Haus. Haus platzieren. Well. Das ist ziemlich breit. Ich muss vielleicht mal eben hier kurz den Platz freimachen. Ich mach's vielleicht doch besser hier, weil das hier mit dem Teich ein bisschen blöd ist. Mann, dieser Kackbaum hier immer. Dann hat die Daisy einfach ein Kino neben sich. Generell können wir den Weg ja mal durchziehen. Und jetzt mal da vorne mit dem anschließen. Hier vorne dran. So. Na? Dann haben wir das einfach mal connected. Ah! Diese Kackweide, ne? Das wird ein bisschen schwierig hier jetzt zu bauen. Hier rein. Zaun. Dit.
Okay, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Er hat, hat die noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6 dazwischen. 1, 2, 3, 4, 5, okay, das ist das Maximale. Das heißt, das wäre jetzt eine symmetrische Breite. Ich möchte ja schon, dass das Kino so in der Mitte steht. Und dann lass mal gucken, was können wir ihm denn noch so Schönes in den Garten setzen. Dem Herrn Oswald. Was passt da denn zu ihm? Gehen wir mal alles gerade gucken. Beziehungsweise, ich mache das auch systematisch. Sitzmöbel. Fangen wir mal damit an. Dampfschiffsofa im Art Deco-Stil. Das würde tatsächlich gut zu ihm passen. Wir müssen ja gucken, dass wir so ein bisschen im 20er-Jahres-Stil bauen. Also nicht so futuristischen Kram. Der Rest ist so. Der Rest passt da nicht ganz so gut zu. Schwebesofa. Na, ich möchte ganz gern hier dieses Art Deco-Sofa. Stelle ich das mal vielleicht hier hin, dass man sich hier so ein bisschen hinsetzen kann. So, Tische. So, was passt denn da für einen Beistelltisch aus Marmor? Ein Couchtisch. Der ist ein bisschen zu groß. Was war denn mit dem Beistelltisch? Ja, guck mal, der ist doch okay. So, ist natürlich nicht 100% hier symmetrisch, ist klar. Aber ich glaube, besser kriegt man das nicht hin. Ah, Mann, dieser Baum. Was ist, wenn ich jetzt theoretisch gesehen hier noch eine Bank so hinstellen würde? Das wird passen. Pass mal auf. Lass uns mal ein paar Sachen bei Dagobert kaufen geben. Ich habe Gedankengänge. Hallo, ihr Renner. So. Gegrüßt, Nachbar. Ich würde gerne ein paar Dinge bestellen. Diesmal aber wirklich Möbel. Also erstmal Sitzmöbel. Können wir gucken, ob wir hier vielleicht nochmal was Besseres finden. Hier ist das Art Deco Sofa. Aber ich glaube, das wird nicht getoppt werden. Gibt viele coole Sachen, aber ich glaube, das Art Deco Sofa ist, was 20er-Jahres-Stil angeht, einfach am besten. Dann hätte ich hiervon ganz gern nochmal drei weitere. Und Tische. Tische. Mal gucken. Können wir auch nochmal generell durchgucken. Was passt denn da? Das war, glaube ich, den wir vorhin hatten. Beistelltisch aus Marmor. Nehme ich auf jeden Fall mal einen mit. Was wir natürlich auch machen können. Warte mal. Können wir hier nicht den Filter reinsetzen und dann sagen, zeig mir bitte nur die an von Oswald. Herrschaftlicher Schreibtisch.
Der ist aber zu groß, das ist das Problem. Bei Sitzmöbel können wir auch nochmal eben gucken. Gibt's hier bei Oswald irgendwas? Nö, okay. Oswald hat generell noch nicht so viele Sachen hier drin. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Naja. Ist okay. So. Dann gehen wir wieder zurück. Und setzen dann nämlich Sitzmöbel. Eins, wie gesagt, noch hier drüben hin. Hier machen wir noch ein bisschen Weg entlang. So. Das Ganze spiegeln wir dann jetzt einmal hier. Tisch. Der Tisch, den wir gerade geholt haben. Ja. So. Sitzmöbel. Und da können wir natürlich dann auch nochmal ein bisschen Deko draufstellen. Misaguro, das würde gehen. Vielleicht Lampen? Immer nur von allen eins, ne? Ich nehme mal die kleine Nachttischlampe. Ich finde, die passt auch irgendwie einigermaßen zu ihm. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diesen Baum hasse? Gut, dann haben wir Sitzmöbel. Und dann kann man sich hier vorm Kino noch ein bisschen hinsetzen. Und es bietet sich natürlich gerade super an. Passt leider nicht ganz. Dann nehmen wir das hier. Das Sofa ist auch eins zu weit weg. So. Oder lieber doch eins zurück. Nee, ich finde es so am Weg hier schon okay. So. Ne, dann sieht das hier ein bisschen einladender aus. Jetzt haben wir hier hinten noch Platz. Lager, haben wir da irgendwas, was wir lagermäßig dann noch hinstellen können? Kommoden, Bücherregale, na, nichts, das passt alles nicht so wirklich. Kunst? Ist das Kunst oder kann das weg? Sportbanner. Können hier theoretisch so ein paar Banner mal aufstellen. Mist, wir haben keine Wege mehr. Unos momentos. Wege. Wege. Ich mach die Imbagufi am Tisch. Sehen, Dinge tun. Na, hey, hey. Wieder ohne Sound.
Ich glaube, das wird ganz cool. So, Zäune und Wege. Grüner Wabensteinpfad. Ja klar, 3 Wabenstein pro Weg. Mhm. Gibt es irgendjemanden, der da so viel farmen geht? Schlammiger Pfad mit Einfassung. Dass wir für den schlammigen Pfad kein Lehm brauchen, wundert mich so ein bisschen. So. Glaube ich gerade ein bisschen laut. Entschuldigung, ich wollte nicht so laut meinen Controller hinlegen. Dann hier. Zack. Und ähnliches würde ich hier auch machen. Ist das jetzt von der Breite her richtig? Ja. Das ist dann so ein bisschen wie so Filmposter, will ich das gestalten. Die sich gefragt haben, warum mache ich das so? Was ist hier gemacht? Oh, passt das? Habe ich denn noch irgendwas? Nee, ne? Pass auf, da muss ich das. Muss ich im Zweifelsfall von Dagobert nochmal eben was holen. Das sieht sonst komisch aus, wenn wir das unvollständig lassen. Nun, ich habe mich hin. Und ich will jetzt nicht noch ein drittes Oogie-Boogie-Schild dahinstellen. Das passt nicht. Das muss richtig sein. Nein, ich will nicht kaufen. Auf Wiedersehen und bis bald. Hallo. So, ich möchte ehrlich gesagt ein paar Dinge bestellen wieder. Möbel. Dekor, Fenster, Böden, sonstiges Haushalt. Achso, Kunst. Ich gucke erst noch mal wieder Filter Oswald. Okay, für Oswald gibt es keinen Filter. Dann schauen wir mal so. Irgendwas, was so ein bisschen an Filmposter erinnert. Was wir logischerweise auch hinstellen können, weil die Sachen hier können wir nur an die Wand hängen. Alles Wanddeko. Das ist auch für die Wand, ne? Wandteppich, ja. Könnte ich mal weitere Sportbanner kaufen? War das da nicht bei Kunst? Hast du eine Minute Zeit? Warte mal. Ah, es geht doch schon raus. Ich will mal irgendwas ausprobieren. Ich habe eine Vermutung, warum es nicht aufgetaucht ist. Okay, wird nicht aufgeführt. Ich hätte gedacht, dass wir es noch einmal ins Inventar zufügen müssen. Ich muss mit dir sprechen. Sei gegrüßt, Nachbar. Dinge bestellen. Hab ich mich dann verguckt? War das dann nicht bei Kunst gewesen? War es woanders? Landschaftsgärtnereien. Achso, was ist das? Wand, Decke, Bäume, Attraktion. Ja, hier können wir noch mal ein zweites Riesenrad und so bestellen. Sonstiges. Ne, das war es auf jeden Fall nicht. Zierpflanzen. Auch schön. Dann, wenn wir schon mal hier sind, können wir natürlich auch nochmal gucken, ob wir da irgendwas Tolles finden. Ich meine, es war bei Kunst. Aber es wird nicht aufgeführt bei Kunst. Können wir das Sportband tatsächlich nur einmal benutzen? Das wäre natürlich doof. Ah, ne, hier ist es ja. Dann bestellen wir Nummer 1. Habe ich das, glaube ich, gerade einfach übersehen? Okay. Hallo, hier bin ich. Ja, ich auch.
Dann machen wir halt zwei Sportbanner. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Abwechslung gehabt, ehrlich gesagt. Aber leider gibt es nicht so viel, was sich da anbietet. Die machen was so. Ja, Kunst. Sportbanner. So. Jetzt ist die Frage, was stellen wir dann hier an der Seite noch hin? Was bietet sich da an? Vielleicht einfach nur... Dann brauchen wir Runde. Ich habe aber keine Runde. Also nur dieses eine hatte ich, glaube ich. Bin ich nicht hier bei... Pflanzen, guck mal. Ich muss das noch eins zurücksetzen. Sonst passt das mit der anderen Seite nicht so. Vielleicht erstmal hier an. Dann machen wir so. Das ist okay. Jetzt haben wir keine Runden mehr. Ja, ich finde, sieht schick aus. Kann man so angehen. Dann hat der Oswald jetzt auch sein Haus. Und ich bin froh, dass wir hinter diesem Baum endlich fertig gebaut haben. Ja, die drei Pilze. Ja, danke schön. Die Pilze davor mache ich auch noch mal kurz weg. Setzen. Ja, wobei, ne, komm, ich mach die Blumen doch eins weiter nach vorn. Das ist sonst so gequetscht. Dann ist das nicht bündig. Also dann schließen die anderen da hinten ein bisschen weiter hinten ab, aber das ist okay. Oh, man kann sich hier gar nicht draufsetzen. So doof. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen scheiße, aber okay. Wie sieht's denn hier drin aus?